Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kon mukuli. Your smile, 'cause I know I love you. Are you sure we're going the right way, ma'am? I think so. But how did the road suddenly get so bad? It's just like the road by our school. Hey, watch out! What? What is it now? Und damit willkommen zu Let's Play Dreadout. Wir werden jetzt tatsächlich das ganze Spiel spielen. Diejenigen, die jetzt noch nicht den ersten Akt gesehen haben, nicht den ersten, den, ja, Akt Nummer 0, werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist das für eine Musik? Was ist das für ein Spiel? Ist dieses Spiel überhaupt ernst zu nehmen? Dazu muss ich nur sagen, das Ganze ist ein Horrorspiel, ob man es glaubt oder nicht. Können wir uns jetzt tatsächlich umziehen? Tatsache. Auf jeden Fall ja, wir werden das Ganze jetzt einfach einmal spielen. Und das Spiel ist ernst zu nehmen, also ja, die sind hier schon am Streiten, das finde ich relativ lustig. Nee, das möchte ich auch nicht. Ich meine, diese Outfits sind ganz hübsch, aber ich würde vorschlagen, wir behalten mal das normale Schuloutfit an. Gut, das müsste es sein. Dann schauen wir einmal kurz hier vorbei. Können wir hier irgendwas sagen? Where exactly are we? Okay. Wir können immer noch die Leute so lustig fotografieren. Das finde ich relativ interessant. Hi. Die reagieren da auch gar nicht drauf, wenn wir denen die Kamera vor die Fresse halten. Hallo. Klick. Ja. Eine perfekte Pose mal wieder. Hey, Lynn. Hi. What are we supposed to do now? Nach Hause fahren. God damn, what a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Well, this is just great. Huh. It's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl. Just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I am totally going to haunt you. Alles klar. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. As if. In your dreams, pervert. Möchtest du uns vielleicht was sagen? What is it, Lynn? Gar nichts. Ich hoffe mal, die Grafikeinstellungen passen auch so. Auf meinem Monitor sieht das mal wieder relativ matschig aus. I could have sworn. No, I'm positive I took the right road. Well, that's really strange. This town isn't showing up on the map at all. Ja, wir machen also anscheinend eine Klassenfahrt und irgendwas stimmt hier nicht. Das ist bisher das Einzigste, was wir wissen. Möchte vielleicht irgendjemand was dazu sagen? Oder sollen wir irgendwie weitergehen? Oder sollen wir die Leute hier einfach penetrant nerven? Come on, Dad, pick up. We're
Where are you? Why won't you just pick up the phone? Der hat wohl keinen Bock auf dich, meine Liebe. Hallo? Der möchte auch nicht mit uns reden. Moment mal. Der will uns einfach ignorieren, aber damit lasse ich den nicht durchkommen. Bleib stehen, ich will ein Foto von dir machen. Böser Mensch, böse. Was tut er da? Okay. Take my picture. Wunderschön. Es ist so tiefgründig. Noch nie ein schöneres gesehen. So, nochmal. Jetzt pfeift sie hobbylos durch die Gegend. Der muss anscheinend in den Busch pinkeln. Anders kann ich das gerade nicht deuten, wenn ich nicht wüsste, was er da tun würde. Die wollen auch alle nicht mit uns reden. Das finde ich nicht sehr nett. Hier können wir tatsächlich sogar langlaufen, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt läuft. Ich habe mir auch mal wieder keinen Timer gestellt. Das ist relativ ungünstig. Was tust du da jetzt? Bleib stehen! Over here! Yo, what's up? Hey, wait! Where are you going? Don't just run off like that! Miss Siska! Sie rennt einfach auch los. You're going too far! Wait! Ihr seid zu schnell! Waited! Waited vor allem. Das ergibt mal wieder Sinn. Ich überhole dich. Ich bin nun mal schneller als ihr. So, jetzt führe ich die Truppe an. Ich habe jetzt die Führung an mich gerissen. Finde ich gar nicht mal schlecht. Nur ich warte nicht auf euch. Ich bin schneller. Ich bin für jeden von euch verantwortlich. Denkt daran gut. Ich bin schneller. Oha, wie ich die einfach richtig krass abgezogen habe. Jetzt geht sie aber nur noch. Bin wohl zu weit weg. Oh nee, der will mich überholen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin schneller. Mit meinem Handy und meiner Tasche. Oh. Das ist also die andere Seite der Brücke. Oha, wie die laufen. Wie ich das schon mal in der Demo gesagt habe. Die Stadt wurde vor langer Zeit verlassen. Sogar die Brücke zur Hauptstraße ist eingestürzt. Sieht so aus, als würde sich alle... Was? Als würden sich alle dort einmal umsehen. Als würden sich alle gerne dort einmal umsehen. So ergibt es auch Sinn. Es ist ein indonesisches Horrorspiel, genau. So ist es richtig. Und jetzt werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Ich weiß, dass man hier eine ganze Menge finden kann. Ich bezweifle allerdings, dass ich hier sehr viel finden werde. Hier ist jetzt nichts. Ira folgt uns nur. Aber die haben wir ja auch schon getroffen. Er geht. Klick. Klick. So. Hier sieht es so aus, als würde ich irgendeine Trauerfeier gewesen sein mit den Kränzen davor. Vielleicht hat da ja der König gewohnt oder der Bürgermeister. Who knows? Allerdings wäre das nicht sonderlich sicher, denn mit einem gekonnten Sprung könnte man hier einfach rüberspringen. Immerhin sind wir nicht ganz alleine. Für den Fall, dass das Spiel zwischendurch mal ruckelt, da tut's mir leid. Ich glaube, das sind diese Mikroruckler, die man wegen...
SLI hat, wenn ein Spiel das nicht richtig unterstützt. Ansonsten, wenn es zu krass wird, werde ich mal SLI für die nächste Folge deaktivieren. Allerdings sind diese Ruckler ja wirklich minimal und ich habe eigentlich durchgehend 60 Frames, deshalb verstehe ich das nicht wirklich. Ich sehe das ja immer hier. Endlich, neue Stadt, neuer Lebensabschnitt. Ich glaube, ich kann hier glücklich werden. Alles geht so ruhig und einfach seinen Gang. Die Leute hier sind freundlich und es hilft, wenn man auch viele andere Ausländer auf der Straße trifft. Ich hatte auch sofort Glück mit der Wohnungssuche und konnte mich ohne viel Verzögerung in einem Haus einmieten, zu einem unglaublich günstigen Preis. Der Hauseigentümer sagte mir, dass diese Stadt einige schwere Jahre hinter sich hat. Überflutung, Erdrutsche, Feuer. Klingt ziemlich heftig, aber es sieht so aus, als wären die Leute irgendwie klargekommen. Morgen ist mein erster Arbeitstag im Krankenhaus. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Hier ist Musik. Wo kommt die Musik her? Verschlossen. Alles zu. Auf jeden Fall ist das Spiel jetzt nicht so leistungshungrig, dass es ruckeln sollte. Vor allem jetzt nicht bei meinem PC. Deshalb, ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Kann auch sein, dass es einfach am Spiel liegt. Ich habe allerdings auch V-Sync an und all das. Also sollte das theoretisch klar gehen. Also leistungstechnisch. Aber erstmal genug vom Technikkram. So interessant ist das nämlich auch wieder nicht. Okay, hier ist es blau. Aha. Dieser Ordner wurde einem verdienten Soldaten namens Amir verliehen. Alles klar. Dilgram Gmerkok. Alles klar. Da weiß ich natürlich direkt, was gemeint ist. Und wo sind die anderen? Sind wir zu schnell für die? Haben wir die schon abgehängt? Haben die uns schon überholt? Ich habe keine Ahnung. Allerdings, diese ganzen Wegen an der Seite, die sind ja auch typisch für diesen Raum. Diesen asiatischen Raum, sag ich mal. Und ich frage mich, wieso das Spiel zwischendurch mal ruckelt. Das blicke ich ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Gut, wo geht er denn jetzt lang? Geht er geradeaus oder geht er da lang? Da, wo er lang geht, da gehen wir auch mal lang. Sollte dann der richtige Weg sein. Wenn die Grafik nicht so ein bisschen so matschig wäre, dann wäre es sogar... So ein bisschen würde es mich an DayZ erinnern, ehrlich gesagt. Okay, wir gehen mal hier lang. Ein hübsches pinkes Fahrrad. Da ist eine total komische Statue. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Da liegt doch was, oder? Japp. Dieser Ordner wurde einem verdienten Soldaten namens Jono verliehen. Jono also. Ah ja, hier sind wir tatsächlich richtig. Wir sollten nämlich zur Schule und die ist ja hier. Schule, damit haben wir ja schon die verschiedensten Erfahrungen. Gut, wir gehen mal rauf in der Hoffnung, dass alles klappt. Exactly like the one we used to hang out on in elementary school. Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see.
Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Okay, you're lost. Das hat natürlich gerade geknallt. Where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are we going now? I so need a massage. Yeah. Der Sound ist verdammt laut. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even fazed. And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. But for free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Hold on. They've been in there for a really long time. We should probably go check on them. Alles klar. Ich sollte mir tatsächlich mal gleich einen Timer stellen für die nächste Folge. Ah ja, jetzt haben wir wenigstens schon mal Licht. Können wir hier theoretisch auch wieder raus? Weil das Tor ist ja auf. Tatsächlich, wir könnten hier jetzt noch weiter rumlaufen. Allerdings möchte ich das bei diesen Verhältnissen jetzt nicht unbedingt machen. Da könnte ich schon ganz gut drauf verzichten. Naja gut, wir schauen mal. Holy crap. That was like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's Yayan? Ah, crap. Where the heck did he run off to now? Und der Erste verschwindet. Jan! Hey! Yayan! 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 Try calling his phone. I'm trying to right now, Miss Siska. Yan! Yayan! Jetzt wird's spannend. Keine Angst vor verschlossenen Türen. Ja, ich versuch's, denke ich mal. Möchtest du Ladenspiel? Das wäre sehr nett. Ich würde sagen, es ist abgeschlossen. Gut. Ziel aktualisiert. Die anderen sind nirgends zu sehen. Und der... Und der Vordertür ist fest verschlossen. Die Vordertür ist fest verschlossen, heißt es nämlich richtig.
Es muss noch einen anderen Weg hier rausgeben. So, dann werden wir uns jetzt umschauen. Die Tür ist zu. Oh oh. Das war doch mal ein schöner Anruf. Wer wünscht sich so einen nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht alleine. Hier kommen wir tatsächlich rein. Allerdings sehe ich hier jetzt nicht unbedingt irgendwas Interessantes, muss ich sagen. Kannst auch ruhig wieder rausgehen. Oh oh. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Und der hat irgendwas um den Hals. Ups. So. So, der rennt weg. Geisterpedia aktualisiert. Geisterpedia. Kriege ich irgendwie noch mehr Infos über den? Details, da. Die Manifestation eines Mannes, der es durch das Wirken schwarzer Magie zu Reichtum gebracht hat. Der Legende nach wandert er in Form eines Schweinebärs durch die Gegend, alles klar, und reibt seinen Körper gegen Wände, Türen und Schränke. Auf magischer Weise verschwindet er daraufhin in Besitz... Was? Verschwinden daraufhin die Besitztümer der Bewohner und erscheinen in der Tasche des Baby-Neckpad, wenn er sich daheim in einem Menschen zurückverwandelt. Alles klar. Ein Dieb also. Die Tür ist zu. Ziel aktualisiert. Da ist ein ekelhaftiges Schweinemonster, das einen Schlüsselbund um den Hals trägt. Wenn es doch nur einmal stillhalten würde, dann würde man... Was? Dann würde man sie losschneiden. Ich würde sagen, deshalb brauchen wir mal eine Schere. Hier kommen wir sogar rein. Das sind mal wieder die tollen Klos, wa? Sieht danach aus. Bin da jetzt nicht so der Fan von. Allerdings würde ich sagen, das war die erste Folge von Let's Play Dreadout. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal weiter durch die Schule laufen. Also bis dann.